Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, ihr Lieben, heute möchte ich euch Personenwagen zeigen, beziehungsweise auch Gepäckwagen vorstellen, die ich mir am vergangenen Wochenende bei meinem MOBA-Händler des Vertrauens gekauft habe. Bis auf einen Wagen sind alle anderen brandaktuelle Modelle gerade mal 2, 3 Wochen maximal auf dem Markt und die möchte ich euch heute etwas näher zeigen. Ja, ihr wisst auch sicherlich schon, um welche Modelle es sich handelt. Es handelt sich um Pico-Personenwagen, Y-Wagen genauer gesagt und um Tillig-Gepäckwagen. Würde ich sagen, mache ich mal oben die 106 startklar, dass die uns die ersten Wagen hier vorne im Warnungsbereich zieht, dass wir uns die Wagen mal genauer angucken. Dörte 1 kommen, hier Rosi 12, ich will losfahren. So, anfangen tun wir mit dem Pico Y-Wagen. Als erstes haben wir den erste Klasse Wagen. Ja, ich finde die Wagen sehr gelungen vom Pico. Mir gefallen die ausgesprochen gut. Ehrlich gesagt auch gefallen sie mir am besten von allen Y-Wagen, die ich bis jetzt habe. Und ich habe reichlich Y-Wagen. Ich habe die Wagen von der Firma Tillig, ich habe die Wagen von der Firma Rocco und die Wagen von der Firma Sachsen Modelle. Letztere Firma gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Die ist schon leider eine ganze Weile weg. Aber die Formen von Sachsen Modelle sind wohl nach Rocco oder Tillig gegangen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Fakt ist auf jeden Fall, der Wagen ist super detailliert und sieht klasse aus. Also wirklich, das hätte ich echt nicht geglaubt. Die Wagen musste ich kurz kuppeln. Kurzkupplung waren leider nicht dabei. Das wäre vielleicht mal eine Anregung für Pico, bei so welchen Wagen Kurzkupplung beizulegen, weil ich hatte mir schon mal Personenwagen geholt. Das waren so Durchgangswagen von der Deutschen Reichsbahn. Da waren Kurzkupplungen mit beigelegt. Hier leider nicht. Aber wie dem auch sei, was mich hier unbedingt anspricht bei diesem Wagen, ist die Größe. Das ist, glaube ich, 28 noch was. Da bin ich jetzt unsicher. Kann ich euch aber gleich nochmal genauer sagen. Die Wagen also sind optimiert für meine Anlage. Vielleicht jetzt nicht extrem für jemanden, der auf 1:87 exakt steht, aber ja, wer hat denn den Platz? Die meisten haben es nicht und ich muss mich natürlich jetzt so einstellen mit dem Wagen, dass das auch etwas gut oder optisch gut aussieht auf meiner Anlage. Aber wie dem auch sei, die Wagen sind wirklich klasse, also die gefallen mir ausgesprochen gut. Fahren wir mal ein Stückchen weiter, da werdet ihr auch keinen großartigen Unterschied sehen. Jetzt kommt nämlich der erste, zweite Klasse Wagen. Also das waren Reisezugwagen oder die Luxusreisezugwagen so am Anfang der DDR. Die waren also wirklich in Interzonenzügen auch eingesetzt und auch, bin ich ein bisschen zu weit gefahren, ein Stückchen zurück, und auch im Reiseverkehr in der DDR, ist klar. Ja, ich bin mit denen noch gefahren. Die waren dann also quasi im Interzonenzug, der nach Paris Nord gefahren ist, nach Katowice oder Berlin-Friedrichstraße, je nachdem. Da waren die immer mit dabei. Also sehr schöne Wagen. Ja, das ist jetzt der erste, zweite Klasse Wagen hier. Ich versuche auch gleich mal, sofern es meine Handykamera aufnimmt, euch hier dieses Zuglaufschild etwas genauer zu zeigen. Die wurden nämlich auch von Berlin Hauptbahnhof oder Berlin Alexanderplatz, muss ich gleich nochmal gucken, Hauptbahnhof gab es ja damals, glaube ich, noch nicht, eingesetzt nach Polen, Reiseverkehr nach Polen. Da steht nämlich Katowice drauf oder Krakau. Sehr interessant, da kann ich nämlich auch eine polnische Lok davor packen oder vielleicht mal einen polnischen Wagen dahinter packen, obwohl das gab es selten, wie ich das so gelesen habe. Wenn das einer weiß, soll mich bitte korrigieren. Also ich habe gelesen, dass die Züge nach Polen entweder rein nur DR waren oder rein nur PKP, also nicht gemischt. Aber da bleibt ja die Fantasie jedem selber überlassen, wie er das handhabt. Ja, auf jeden Fall ist das ein schöner Wagen oder schöne Wagen bis jetzt. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der, andere Richtung. Jetzt kommt der zweite Klasse Wagen.
Kurz gekuppelt habe ich die mit Fleischmann Kurzkupplung. Von dem bin ich allerdings nicht mehr so begeistert. Ich stelle jetzt langsam um auf die Universalkupplung von Rocco. Oder halt die Hakenkupplung von Pico. Die finde ich auch sehr schön. Die sind für mich momentan auch am besten, zumindest auf meiner Strecke. Da bleibt immer alles schön dran und verliert man nicht eine Lok eben mal auf eine Steigung im Wagen. Das passiert schon mal mit der einen oder anderen Kupplung. Moment, ich fahre noch mal ein Stückchen zurück, dass wir den besser sehen hier, den zweiten. So, ja, das ist jetzt, wie gesagt, der zweite Klasse Wagen. Also der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, ich habe mir jetzt mit Absicht von den neuen Modellen, die Pico jetzt rausgebracht hat, von jedem einen geholt. Normalerweise würde ich mir jetzt noch zwei zweite dazu kaufen, dass ich den Zug dann komplett habe. Also ich fahre ja maximal fünf- oder sechsteilig. Habe mir aber überlegt, komm, hol dir die Wagen, die drei verschiedenen Wagen, die rausgekommen sind. Es kommt ja demnächst noch ein Set raus von der Firma Pico. Das ist ein Dreier-Set, Y-Wagen. Ich weiß jetzt nicht, ist ein Speisewagen mit bei oder ein Schlafwagen mit bei? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Die werden auf jeden Fall bei mir kommen. Dann ist der Zug komplett. Dann habe ich sechs Wagen und ja, überzeugt euch selber, der Zug ist toll. Also die Wagen sind klasse, ja. Ja, ich will mal versuchen, jetzt für euch das Zuglaufschild ein bisschen einzufangen. Was wollte ich gesagt haben? Die Wagen musst du auch etwas zurüsten. Es waren Bremsschläuche dabei oder so Schläuche, die du vorne und hinten dran machst. Habe ich allerdings jetzt nicht. Da lege ich jetzt nicht unbedingt so einen Wert drauf. Was du auch dran machen musst, das waren die Stufen, die Treppen und das Zuglaufschild. Das Zuglaufschild könnte man leicht einklipsen. Ich habe das aber nicht hinbekommen. Und habe mir gedacht, komm, da machst du einen ganz kleinen Tropfen Kleber drauf und fertig ist die Kiste. Ja, wenn ihr die Wagen auch nochmal schön in Action sehen wollt mit verschiedenen Lokbespannungen davor, dann guckt mal bei den Sören rein, bei LGB Meilenstein. Der hat die auch vor kurzem vorgestellt mit verschiedenen Lokomotiven davor. Sehr schönes Video, kann ich nur empfehlen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, ich versuche jetzt mal das Zuglaufschild ein bisschen näher ranzuholen. Ich hoffe, es gelingt und dann fangen wir an mit den nächsten Wagen. Ja, die Zuglaufschilder lassen sich relativ schlecht einfangen mit meiner Handykamera. Ich werde, glaube ich, nicht drum rumkommen, ja, eine etwas bessere Kamera zu holen für so welche Aufnahmen. Aber wie dem auch sei, am Anfang steht Berlin und am Ende Krakau. Also man kann es erkennen, nur halt jetzt nicht durchs Handy. Ja, ihr Lieben, nicht wundern, euer Bildschirm oder eure Bildröhre ist nicht kaputt. Das Bild ist etwas schief. Das liegt daran, weil ich ein altes Stativ nutze. Mein anderes Stativ ist noch unten im Auto und ich habe keinen Bock runterzugehen, das hochzuholen. Aber ich denke, für die kurze Vorstellung hier reicht das. Ja, jetzt kommen wir zu den Gepäckwagen. Den ersten Gepäckwagen ist von der Deutschen Reichsbahn bzw. von der Deutschen Post, der DDR. Den kennen sicherlich viele von euch, weil das Modell oder diese Form gibt es schon ewig. Den gab es damals von Schicht, da werden sich sicherlich viele dran erinnern. Ich hatte den schon als Zehnjähriger und habe damit gespielt. Allerdings in Sandkasten, auf Weiher habe ich einen Mist gemacht als Kind damals. Aber der Wagen ist wirklich schön. Also den wollte ich unbedingt haben, nur jetzt ist er in einer besseren Ausführung mit Kurzkupplung, Kulisse und etwas detaillierter als die alten Schichtmodelle. Obwohl die waren schon damals nicht schlecht, aber wenn man die heute neben den neuen Modellen vergleicht oder nebeneinander stellt, da sieht man doch schon, dass das schon ziemlich eingeschränkt damals war. Ja, dieser Wagen, ja, was soll ich sagen, ist ein schöner Wagen. Den werde ich gleich im Übrigen vor den Y-Wagen hängen. Die passen nämlich hervorragend zusammen, auch wenn es ein anderes Grün ist. Aber die sind tatsächlich damals so gefahren. Die habe ich damals auch schon so gesehen. Auch ist dieser Postwagen in den 90er am Anfang noch mit Interzonenzügen mitgefahren. Da war er mit eingereiht. Da hast du dann einen ozeanblauen Wagen dahinter gehabt von der DB oder einen TE-Wagen. Wer sich dafür interessiert, sollte mal googeln. Einfach mal eingeben, Interzonenzüge und dann seht ihr sofort, glaube ich, als erstes oder zweites, zumindest war es bei mir so eine Ludmilla mit diesem Gepäckwagen und dahinter DB-Wagen. Ja, nicht wundern, dass das Bild hier schief ist, aber es geht ja darum, dass ihr ein bisschen was erkennt. Also ich finde, man kann es ganz gut erkennen, Deutsche Post. Also ist wirklich ein schöner Wagen. Den wollte ich schon immer haben, den Wagen.
Allerdings habe ich eine Weile gewartet, weil der kam vorher von Tillich H0 raus in exakt 1 zu 87. Da war der größer und das sieht ja auf meiner Anlage nicht aus. Und des Weiteren, meine anderen Wagen sind alle 1 zu 100 oder knapp etwas drüber. Da gibt es ja hier 27, 26 Zentimeter und 28 und ein paar zerquetschte. Der ist jetzt 28 und ein paar zerquetschte. Aber wenn ich da jetzt ein exakt 1 zu 87 genommen hätte mit über 30 Zentimetern und hätte da hinter meine 1 zu 100 Wagen angekuppelt, das hätte bescheuert ausgesehen. Also da bin ich doch schon ein bisschen eigen und möchte das nicht so. Ja, jetzt habe ich den aber in der optimalen Größe und das ist wirklich ein toller Wagen. Ja, es geht weiter mit dem nächsten Gepäckwagen. Das ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Farbe, aber glaub mir, das ist richtig geil. Also wirklich eine ganz tolle Farbe auf der Anlage. Es ist derselbe Wagen, wie ich euch jetzt gerade gezeigt habe, den deutschen Postwagen der DDR, nur halt von der PKP. Und Moment, ich drehe mal ein bisschen rum. Von der PKP. Und ja, der ist einfach nur in der PKP-Lackierung gemacht worden. Allerdings würde ich sagen, ist der Wagen ein Freelancer oder ein Freelance-Modell. Das heißt, den ersten Wagen, den er jetzt gesehen hat von der Deutschen Post, den gab es wirklich so in der Ausführung und Lackierung. Und diesen Wagen gibt es nicht von der Posta Polska. Den gibt es zwar so ähnlich in dieser Lackierung und sieht auch halbwegs so aus, hat allerdings wohl hier oder da eine andere Tür oder ein anderes Fenster, ist also eine andere Bauart, wie dem auch sei. Die haben jetzt einfach das Standardmodell, was Tillich so im Sortiment hat, hier das DPD oder das Deutsche Postmodell, Entschuldigung, DPD ist aber was anderes, einfach dann genommen und haben es dann nur in den PKP-Farben lackiert. Trotzdem, wenn ich euch das nicht gesagt hätte, gut, einige Nerds sind dabei, die wissen das, die wissen ganz genau, was es gab, was es nicht gab, die sehen exakt schon, wenn irgendwo ein Puffer oder eine Stange anders sitzt, das können die sofort erkennen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, die meisten von euch werden es nicht gewusst haben, genauso wie ich auch. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, das wäre ein Originaler, bis ich da mal ein bisschen recherchiert habe, dass das ein Freelance-Modell ist. Ja, auch jetzt schön das Wappen zu sehen, Poczta Polska mit dem Posthorn, sehr schön. Ja, auch jetzt hier PKP und die Wagennummer darunter. Also ist wirklich ein toller Wagen. Auch der rote Streifen mit den weißen Kanten gefällt mir ausgesprochen gut. Der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Farbe her, aber glaubt mir, ja, also man muss es mögen. Ich mag's und ich stehe ja sowieso auf osteuropäische Eisenbahn und ich gucke auch gerne mal über den Tellerrand rüber. Was leider meine meisten Kollegen, die ich so habe, nicht tun. Wenn ich denen so einen Wagen zeige, kriegst du nur einen Spruch wie, jo, ganz nett, ist okay. Aber ich bin natürlich da eine andere Meinung. Aber jeder soll ja das lieb haben und mögen, was er da, ja, wo er was am besten mit anfangen kann, wo er mit groß geworden ist. Und bei mir ist es halt so, weil ich Beziehungen zu Polen habe oder Kontakte zu Polen habe und auch zur Deutschen Reichsbahn, ja, ist das halt so, dass ich diese Wagen halt faszinierend finde. Und mir, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die osteuropäische Eisenbahn, sprich Tschechien, Bulgarien, ja, Bulgarien jetzt weniger, da habe ich zwar auch was im Auge, was mir ganz gut gefällt, aber bleiben wir mal bei Polen und Tschechien. Da ist noch momentan wirklich noch Eisenbahnfeeling. Da ist also nicht so viel wie hier in Deutschland, dass nur noch lokbespannte Züge kaum noch fahren, sondern nur noch Triebwagen. Ich meine, das geht da, glaube ich, sicherlich auch langsam los, aber es ist doch schon noch auf einigen Orten wirklich Oldschool-Eisenbahn.
Ja, sollte ich Murks gelabert haben mit irgendwie was, was ich eigentlich nicht glaube? Ich habe mich da eigentlich wirklich schlau gemacht, aber kann ja mal sein, dass ich eine falsche Quelle getroffen habe und jetzt hier irgendwie Stuss erzähle. Korrigiert mich bitte oder weist mich darauf hin, dass ich das nochmal überprüfen kann. Aber das soll ja jetzt hier kein Geschichtsunterricht sein. Ich möchte einfach nur ein bisschen was dazu erzählen, Wagen vorstellen. Das kann ich ja immer machen, aber ihr wisst ja, ich mache das immer ein bisschen anders und ich labere halt gerne. Ich höre mich halt gerne quatschen. Ja, dann geht's weiter mit den nächsten. Freelance-Modell. Es ist wieder dieselbe, Moment, andere Richtung. Es ist wieder derselbe Gepäckwagen, allerdings jetzt in Blau. Und da habe ich auch gedacht, den Wagen würde es in echt geben. Ist aber nicht. Der Wagen ist aus Tschechien, Česká pošta. Den gibt es auch nicht so. Das ist auch ein Freelance-Modell. Das heißt, die haben das Standardmodell der Deutschen Post aus der DDR einfach umlackiert in Blau und halt hier CD dran gekloppt, das Zeichen. Macht aber nichts. Ich war echt erstaunt, wo ich erfahren habe. Dadurch bin ich ja drauf gekommen, dass der polnische Wagen, habe ich das nämlich mal kontrolliert, auch ein Freelance-Modell ist, also ein ausgedachtes Modell ist. Also die Wagen gab es so nicht bei der CD und auch nicht bei der PKP. Nochmal gesagt, das sind einfach Wagen, die sie genommen haben von den ersten DP Deutschen Postwagen, umlackiert und für die war die Kiste. Aber nochmal gesagt, das hätten die meisten nicht von euch gewusst und ich auch nicht, macht aber auch nichts. Mir machen die Wagen unwahrscheinlich Spaß, ich mag die angucken, die Farben sind so cool. Also ich freue mich riesig, dass ich diese Wagen habe. Ich werde euch gleich allerdings auch zeigen, wie diese Wagen auch vor den Personenzügen aussehen. Ich werde den ersten grünen, den Deutschen Postwagen an die Y-Wagen hängen, den Poczta Polska an PKP-Wagen und den Česká pošta, den, wenn ich das richtig ausdrücke, ich hoffe, das mache ich, oder wenn nicht, dass man mir das verzeiht, werde ich dann an CD-Wagen hängen. Ja, hier nochmal schön das Posthorn zu sehen mit den Česká pošta. Und fahren wir mal ein Stückchen weiter. Ist hier recht gut zu erkennen, das CD-Logo. Also wie gesagt, die Wagen gibt es nicht in echt. Die gibt es schon als Gepäckwagen, gar keine Frage. Und auch in der Lackierung. Aber nochmal gesagt, die haben eine andere Tür, ein anderes Fenster. Ich weiß jetzt nicht, was das so eine Bauart ist. Ist aber auch völlig egal. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich hänge jetzt mal die anderen Wagen da dran, damit ihr mal sehen könnt, wie diese Postwagen in Kombination mit den anderen Personenwagen wirken. Ja, ihr Lieben, die 106 hat Feierabend, die Ludmilla hat jetzt übernommen. Jetzt habe ich hier eine Ludmilla ohne Sound von Rocco dran. Die fährt jetzt hier ins Bild. Ich mache das heute mal ein bisschen kürzer, ohne oben auf der Paradestrecke zu fahren. Es geht ja jetzt nur kurz, um euch die Wagen zu zeigen. Aber ihr werdet sicherlich demnächst bei mir ein Fahrvideo sehen, wo ich das versuche, nochmal alles schön in Szene zu setzen. Ja, hier ist die Ludmilla. Klar, immer eine schöne Lok. Einer meiner Lieblingsloks im Übrigen, das wisst ihr ja. Da ist jetzt der Gepäckwagen und gleich dahinter geht's los mit den Y-Wagen. Also ich finde, das passt hervorragend zusammen. Ich habe dem nichts auszusetzen. Ist natürlich jetzt Geschmackssache, ob das jetzt wirklich in dieser Lackierung so gefahren ist. Ich meine ja. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich das als Kind gesehen habe. Aber das ist mir egal. Mir gefällt das wirklich so, wie es ist, ob es so war oder nicht. Egal. Ja, ich würde sagen, ich lasse sie doch mal oben auf der Paradestrecke fahren. Dann könnt ihr doch einmal gucken, wie das dann wirkt. Moment, ich muss mal eben die Gleise stellen, die Weichen, dass man dann oben auf der Paradestrecke fahren kann. Dann zeige ich euch das nochmal. So, jetzt kann man das besser sehen, die Wagen, wie sie zur Geltung kommen mit den Gepäckwagen. Also gefällt mir ausgesprochen gut.
So, jetzt kommt die ET21. Das ist eine polnische Lok mit PKP Personen Y-Wagen und dahinter der Gepäckwagen. Die ET21 ist ja eigentlich eine Güterzuglokomotive, wurde aber auch bei Bedarf vor Personenzügen eingesetzt. Ja, die, Moment, ein bisschen langsamer. Die Y-Wagen sind von der Firma Sachsen Modelle. Da bin ich froh, dass ich die bekommen habe. Die sind sehr schwer zu kriegen und wenn, dann wirklich teuer. Ja, und die Polen haben sowieso eine bunte Farbenmischung in ihren Zügen. Ich denke mal, das passt hervorragend zu den Grünen. Die haben auch noch Rot und Blau dabei. Also das passt wirklich gut. Ja, ich lasse dich jetzt auch mal oben nochmal eine Paradestrecke fahren, dass er da nochmal einen Eindruck von bekommt. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Also mir gefällt das. Muss man aber mögen. Man muss Fan der osteuropäischen Eisenbahn sein oder von der PKP. Kann natürlich auch sein, dass Leute sagen, nee, die Lackierung gefällt mir überhaupt nicht. Aber ihr wisst ja mittlerweile, dass mir sowas sehr gut gefällt. Ja, das war jetzt der PKP-Wagen. Jetzt bleibt noch zum Schluss der Wagen von der CD. Ja, jetzt kommt der Gepäckwagen mit CD-Personenwagen bzw. Personen-Y-Wagen. Da werdet ihr auch sehen, dass das wirklich gut zusammenpasst. Also es kann sich eigentlich auch jeder denken. Ich wollte euch einfach nur mal das zeigen, wie es aussieht. Finde macht auch eine hervorragende Figur der Wagen. Und dann kommt jetzt hier die anderen Y-Wagen. Jetzt wisst ihr, glaube ich, auch, was meine Lieblingspersonenwagen sind. Y-Wagen. Dass sie damals nicht in Y-Heft waren, verstehe ich nicht. Oh, Flachwitz. Ja, jetzt lasse ich nochmal alle drei kurz fahren, dass er alle Züge nochmal sieht. Und dann war es das auch schon mit diesem Video. Ja, jetzt lasse ich nochmal die Züge ein, zwei Runden auf meiner Anlage fahren. Und dann seid ihr auch schon erlöst von meinem Gequatsche. Ja, hinten die braune Leiste an den Hintergrund von den Wolken. Werde ich so oft gefragt, aber ich habe es auch schon so oft erzählt. Das wird später dann nochmal lackiert, also in Blau. Oder wir machen da noch ein bisschen Hintergrund vor. Das ist jetzt einfach erstmal, damit ich den Hintergrund überhaupt stabil habe. Da muss ich mal gucken, was ich da genau mache. Der Dennis wollte da irgendwie was mit Airbrush machen. Da wollen wir mal gucken, was wir da demnächst machen. Ob sich das jetzt auch wirklich lohnt, großartig diese Leiste da im Hintergrund zu lackieren oder zu bearbeiten, weiß ich nicht, weil wenn die Anlage fertig ist, mache ich ein Jahr Pause und dann baue ich neu. Ja, ihr Lieben, wir kommen jetzt langsam zum Ende des Videos. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich versuche nächsten Samstag wieder ein Video zu veröffentlichen. Das ist eine Lokvorstellung dann. So viel sei schon mal verraten. Jetzt wird der ein oder andere sagen, Mensch, schon wieder eine Vorstellung. Ja, schon wieder eine Vorstellung, denn das ist die Prämisse meines Kanals. Da liegt mein Hauptaugenmerk drauf, weil das macht mir am meisten Spaß und ich glaube, das kann ich recht gut und das sehe ich ja auch, wie das bei euch ankommt und deswegen wieder eine Vorstellung. Es wird auch sicherlich mal wieder was anderes geben, aber das ist halt jetzt nicht möglich aus mangels Alternativen. Es gibt halt keine Veranstaltung, wo ich hingehen kann, wo ich was filmen kann. Trainspotting werde ich mal wieder machen, aber hier in meiner Nähe ist jetzt nichts Interessantes. Immer nur dieselben Züge, da muss ich ein bisschen weiter wegfahren. Ist aber auch geplant, noch mal ein schönes Trainspotting-Video zu machen. Ja, gebaut wird auch bald wieder an der Anlage, aber da muss ich erstmal Platz haben, weil unter der Anlage, habe ich ja schon mal erzählt, stehen sehr viele Sachen und ich muss jetzt auch langsam aber sicher an eine Elektrik dran gehen mit dem Dennis zusammen oder zumindest, dass er mich mal ein bisschen einweist in der ganzen Geschichte. Nur da muss ich unter der Anlage krabbeln und da bin ich gesundheitlich noch nicht ganz so auf dem Damm. Und der andere Grund ist, ich habe hier Klamotten unter der Platte stehen, die eigentlich im Keller sollten, aber wie einige von euch schon mitbekommen haben, ist mein Keller voll Wasser gelaufen. Und da macht das momentan keinen Sinn, da irgendwelche Sachen runterzubringen. Das verzögert sich noch. Aber wie dem auch sei, wer solche Videos mag hier, wie ich sie heute gemacht habe, der wird auch weiter nicht enttäuscht werden. Hier werden diese Videos ja weiterhin so kommen, wie ich sie heute gemacht habe.
War das jetzt gut, was ich da gesagt habe, oder war das Kauderwelsch? Egal, ihr wisst, was ich meine. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bis nächsten Samstag. Tschüss, euer Dortmunder Junge.